Und du sprachst von den kosmischen Gesetzen, die jetzt immer mehr ins Bewusstsein kommen. Die waren ja immer schon da. Die alten Weisen sprachen ja davon. Und das hat sich ja durch all die Jahre hindurchgezogen. Es ging halt in den Untergrund. Und die Astrologie hatte ihre Hochblüte und ging dann eben auch in den Untergrund. Aber dieses Bewusstsein, dass wir nicht abgetrennt sind vom Kosmos, das ist das, was jetzt immer mehr durchkommt. Wenn die Menschheit anfängt, sich um den Planeten als Ganzes zu erkennen, dass alles zusammengehört auf diesem Planeten, und wir haben nur diesen, dann können wir auch den nächsten Schritt machen und ein bisschen weiter schauen. Da gibt es noch viel mehr Planeten. Und dass wir Menschen in dieses System, das Sonnensystem, eingewoben sind, mit unserem Standort hier auf diesem Planeten, das ist jetzt aus meiner Sicht der nächste Schritt in der Öffnung des Bewusstseins der Menschen. Dieses Interesse für die größeren Zusammenhänge, das steigt mit zunehmendem Bewusstsein. Und das finde ich grandios.